Kathleen Keller und Dick Tracy am Start im Grand Prix von Redefin. Redefin kenne ich schon mein Leben lang, also es gehört wirklich zu meinen Kindheitsturnieren von früher schon. Und sie genießt ihr Kindheitsturnier. Ich wollte sehr, sehr gerne hier reiten und ich hatte gestern Abend aber eine Einladung in Düsseldorf und dadurch bin ich gestern Mittag nach Düsseldorf geflogen, heute Morgen pünktlich wieder zurück, dass ich eben zeitig zur Prüfung wieder hier war. Die letzte Politur, der letzte Schliff und los geht's zum fröhlichen Aufwärmen. Wie man auch sehen kann, der bringt das unheimlich Spaß. Und wenn man galoppiert, dann galoppiert er freudig los und das nutze ich eben positiv dann für mich. Und seitdem ist eigentlich, sind wir ein super eingespieltes Team. Im Team mit Dick Tracy und ihren Eltern und Trainern Manuela und Dolph Dietram Keller. Die kennen sich natürlich auch sehr lange, also die sind sehr aufeinander eingespielt. Das bedeutet, der eine sagt was und der andere sagt was, aber kombiniert zusammen ist genau das Passende. Die passende Kombination mit der nötigen Würze. Meine Mutter ist schon sehr kritisch. Wie die Mutter, so die Tochter. Ich bin auch sehr kritisch und ich denke, das muss man auch sein bei diesem Sport. Kritisch, ehrgeizig, diszipliniert und in Redefin besonders motiviert. Es waren heute auch relativ viele Leute auch eben hier. Aber ich finde, das spornt einem an und es bringt ja noch mehr Spaß, wenn auch Zuschauer da sind. Stolz sind sie, die Eltern. Dickes Lob von Vater Dolph und ein Geständnis. Ihre große Stärke ist wohl einmal ihre Geduld und was sie dann auch gelernt hat von den Pferden, Respekt und Demut. Manchmal, wenn ich sie reiten sehe, ich denke, das habe ich so nicht gekonnt. Macht schon Spaß, immer wieder zu sehen, ja. Kathleen Keller springt gerne, hat Spaß am Jagdreiten und in die Arbeit der berühmten Cadre Noir in Saumur reingeschnuppert. Das im Cadre Noir war das natürlich einfach auch das blinde Vertrauen zum Pferd. Also das muss ich sagen, war am Anfang doch schon sehr schwierig. Man muss ja komplett losgelassen auf dem Pferd sitzen, wenn man da wirklich die Kapriolen und sonstiges macht und vertrauen, dass man nicht runterfällt. Blindes Vertrauen auf Dick Tracy. Was ist der eigentlich so für ein Typ? Macho. Definitiv macho. Aber im Endeffekt, wirklich im Kern, ist er super, super lieb. Auch als Hengst, du kannst mit dem kuscheln und den in den Arm nehmen, den Kopf in den Arm nehmen. Und also wirklich, eigentlich wirklich ein herzensgutes Pferd, das muss man echt sagen. Wirklich ein Schatz. Dick Tracy, Schatz und Macho. Und was ist das Besondere an Redefin? Ich glaube, das ganze Turnier. Rundum. Also ich finde es einfach toll, was ich auch schön finde, halt mit dem Springen direkt dabei. Also man kann auch mal eben schnell rüberschauen und hier am Dressurplatz zu sitzen und vom Landstallmeister auf die Häuser zu gucken und so weiter, ist schon sehr, sehr besonders und tolle Atmosphäre hier. Kathleen Keller und Dick Tracy genießen Redefin.